Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play The Legend of Dragoon. Ich versuche heute, wohlbemerkt, ich versuche heute zwei Dragoons zu machen, damit wir das abschießen können. Hier auch. Alles ist genau wie damals. Voller Wasser, also. Verstehe. Sie ist noch ein Kind. Ja, sie war damals 15 Jahre alt. Sie war jünger als Meru. Solche Kinder hatten die Macht von Dragoons. Ja, sie war das Kind eines Menschen und einer Nixe. Daher hatte sie besondere Kräfte. Rose, hast du dir Sorgen gemacht und bist mich besuchen gekommen? Ja. Danke, wie immer. Rose, geh nicht weg. Lass mich nicht mehr allein. Sag doch etwas. Rose, willst du denn wie andere, dass ich mich einsam fühle? Nein, das will ich nicht. Es behandelt dich niemand mehr schlecht wie früher. Das lassen wir nicht zu. Ja, Rose und die anderen Dragoons sind alle freundlich zu mir. Aber warum siehst du so traurig aus? Tut mir leid, Damia. Aber du musst jetzt woanders hingehen. Vergib mir. Warum siehst du so traurig aus? Oh, ich muss dich jetzt aufschlitzen. Optionaler Dialog. Schalte man frei, indem er mir zuhört. Ja, ja, ja. Okay, das ist Damia, eine Kombination von Mensch und, ja, Nixe. Interessanterweise. Wenigstens kann Gungur jetzt... Ich meine, der Knochenbrecher gibt sofort 100 Punkte, ne? 100 Punkte! Das ist schon eine deutliche Verbesserung zu dem, was wir vorher machen mussten. Das Praktische hier ist, das ist die Schwäche von Damia, dadurch, dass er nun mal Feuerelementar ist. Damia ist so gesehen zwar die Schwäche von ihm, aber dadurch, dass er den legendären Helm hat, ist das, ja, ziemlich egal. Also machen wir jetzt hier lieber einen auf Dragoon. Und da das schon so schön war, diese Dragoon-Verwandlung und die Umwandlung in die Feuerdimension, können wir auch mit dem rotäurigen Drachen ziemlich viel Schaden verursachen. Was mich dazu bringt, dass ich theoretisch doppelte MP hätte machen sollen. Dann hätte ich das zweimal machen können, aber pff, passt. Tut trotzdem weh. Mit unserem Jet. Jet aktiviert. Bisschen Ace Combat könnte man auch mal wieder spielen. Ace Combat! Schönes altes Spiel. Habe ich aber ganz selten gespielt. Meine Freundin ist begeisterter davon. Ja, 1458 Schaden. Nicht verkehrt. Hätte ich vielleicht auch anders machen können, aber so hatte das schon mal was für sich. Es ist natürlich auch sehr unterhaltsam, mal zwei gleiche Dragoons direkt auf dem Feld zu sehen. Man muss ja sagen, Nenus hat definitiv mehr Wingly-Magie benutzt, trotz der Rüstung. Sie hat nicht die Fähigkeiten der Dragoons genutzt oder des Dragoons, den sie gerade verkörperte, sondern tatsächlich mehr Wingly-Magie, wenn man so möchte. Da ist das schon mal neu? War das die erste Technik? Ja, tatsächlich. Das war die erste Technik. Meru ist mir hier natürlich egal. Meru... Hätte ich vielleicht drücken sollen, ne? Ja. Meru ist einfach dafür da, dass, naja, wir halt mal so einen Vergleich haben auch. Und sie hat ja erst Stufe 1. Ich habe sie ja... Wann habe ich die überhaupt mal benutzt? Ich habe sie, glaube ich, mal am Anfang benutzt, als ich sie bekommen habe zum Zeigen, ne? Irgendwie so. Na, jedenfalls nicht oft benutzt. Ah ja, stimmt, bei Kongo ist das ja relativ leicht, weil er nur zweimal dreht, dreimal dreht. Dreimal war das jetzt, ne? Ja, dreimal. Wow, 1098, holy crap. Ich glaube, ich habe Dragoons
in einer falschen Reihenfolge gemacht. Ich hätte hier anfangen sollen. Das ist ja... Wow! Schon nicht schlecht. Der letzte, der fehlt, ist übrigens Kongulz Vertreter. Interessanterweise. Das heißt, da muss ich nicht wirklich jemanden aussortieren und könnte sogar mit voller Kraft kämpfen, indem ich, sage ich mal, Rose mitnehme. Das ist zumindest eine Option, die ich dabei habe. Oder ich nehme halt jemanden mit, den ich trainieren wollte, so wie Hachel. Da war ich ja gerade dabei, das Training fortzuführen. Aber man könnte halt sich tatsächlich überlegen, nehme ich jetzt den, nehme ich jetzt den. Und es ist natürlich auch, sollte ich nochmal vielleicht erwähnen, nur vorsichtshalber. Es ist nicht notwendig, dass ich hier Meru mitnehme. Ich krieg auch nichts Tolles geschenkt, dadurch, dass ich jetzt bei jedem Dragoon seinen Nachfahren dabei habe. Oder ich kann sie auch nicht nur dadurch erlösen oder irgendwie sowas. Nee, nee. Das ist halt relativ normal hier. Ja, Dart lässt mal wieder kalt. Dart steht da und guckt wieder dann. Typisch Dart. Na, na. Hi. Okay. Und schon im gelben Bereich. Ja, also in diesem Part werde ich definitiv zwei Dragoons unterbringen, denke ich doch mal. Wow, also Kongo kann ich perfekt. Was ja an sich schön ist, weil es dann jedes Mal so 1100 Schadenspunkte sind. Einfach nur von Kongo alleine. Nicht verkehrt. Oh, hat sie erkannt, dass sie theoretisch ihren Nachfolger angreifen kann. Tat schon ein bisschen weh, ja doch. Aber da ich mit Dart und Co. eh nicht heilen kann gerade, sondern nur mit Meruven, bleibt mir eh nichts anderes übrig, als drauf anzugreifen. Also was soll's. Das geht schon. Ich glaube aber damit, dass ich mir Kongurts Vertreter ja nicht aufgehoben habe, aber dass er der Letzte ist, habe ich mir nicht unbedingt einen Gefallen getan. Muss ich vielleicht auch mal so gesagt haben, denn ich meine, der wäre... durch den puren Angriff am stärksten. Aber naja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Am liebsten würde ich ja eigentlich danach, vielleicht mache ich das sogar, aber ich weiß es noch nicht, sollte ich mir eigentlich den Legendenhelm kaufen gehen, aber na, das wäre ja auch irgendwie langweilig, ne? Ach komm, greif an, Meru. Du packst das! Yes! 139 Schadenspunkte. Ja, ja, ja. Okay, hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Aber es geht nur auf einen. Yeah! Ich weiß jetzt gar nicht, ob dann Meru so gesehen Eiselementar sein soll oder Wasser. Ob das einen Unterschied macht, weiß ich nicht, aber... wir haben ein Tierchen, was im Wasser schwimmt und dann halt an die Eisoberfläche kommt oder so, aber... ja, dann kann ich genauso gut sagen, er ist Wasserelementar. Aber durch die Attacken gehe ich mal davon aus, dass es mehr Eis als Wasserelementar ist. Weil ich da auch davon ausgehe, dass es absolut keinen Unterschied macht, ob ich jetzt das eine oder andere behaupte. Das eine ist H2O im gefrorenen Zustand, das andere ist einfach nur H2O, von daher, pff. Ist sie schon wieder dran? Meine Güte. Das muss man Meru dann ja wohl lassen, Meru ist schnell. Und Meru soll, wie ich ja schon mal angemerkt habe, den höchsten magischen Angriff haben, von Natur aus.
Wobei ich da halt sagen kann, ist mir ziemlich egal. Aber so soll es wohl sein. Ich will nur eine Sache sagen, aber es ist kein Kunststück hier, wenn ich fliegen kann, mit meinem C auf einem Stiel stehen zu bleiben. Man kann jetzt argumentieren, sie ist gerade nicht am Fliegen, das ist wohl richtig. Aber wenn ich damit die Balance halten kann, dann ist es kein Kunststück hier, drauf stehen zu bleiben. Das ist halt einfach so. Die steht da drauf. Und wenn sie fallen würde, würde sie wahrscheinlich ein bisschen flattern. Ja, und damit hält sich das dann. Hätte ich mal Schutz eingesetzt. Naja. Ich kann sie, wie gesagt, jetzt gerade nicht wiederbeleben, weil ich aus der Dragoon-Form nicht rauskomme. Weil ich jetzt keine Ahnung habe, warum ich nicht angreifen darf. Was mir natürlich so gesehen schon wieder ein bisschen auf den Wecker geht, aber okay. Wir werden trotzdem, hoffe ich mal, in diesem Kampf, beziehungsweise in diesem Video, die letzten beiden Dragoons sehen. Also das hier ist natürlich schon einer davon und dann den anderen und dann sind wir fertig damit. Oh, war das das Ende? Schwer zu sagen. Kongo wird sich auf jeden Fall erstmal zurückverwandeln. Na? Nein, noch nicht ganz. Gut, dass ich Dart nicht wirklich dafür vorbereiten muss und es von ganz alleine macht. Das wird es dann wohl gewesen sein. Yep. Achievement! 15-jähriges Mädchen verprügelt. Super. Blauer Seestein, ja gut, daran. Also so erkenne ich auf jeden Fall, welcher das sein soll. Wenn er blauer Seestein heißt, dann weiß ich, welcher das ist. Das ist wohl wahr. Damir, alles wird gut. Du wirst dich nie mehr einsam fühlen. Wenn du dorthin kommst, werden alle anderen auf dich warten. Es stimmt, ich spüre. Ich spüre sie. Kommst du auch mit, Rose? Ja. Wenn die Zeit reif ist, gehen wir alle dorthin. Dann bin ich beruhigt. Bis dann. Das ist so traurig. Ernsthaft. 15-jähriges Mädchen, das ist einfach nicht schön. Nee. Los, wir gehen jetzt. Aber ich muss halt sagen, die haben prinzipiell ein 15-jähriges Mädchen mit in den Krieg genommen. Yay! Super. So. Ich könnte Miranda mitnehmen, ich könnte ihn mitnehmen, aber prinzipiell, obwohl sie hat noch so wenig Action gehabt. Na komm, ich werde es bereuen. Ich werde das bereuen, ich weiß, dass ich es bereuen werde. Ich es immer bereue. Jetzt kann man auch argumentieren, ja klar, wenn ich jedes Mal sage, ich nehme sie nur mit, kurz bevor ich zu einem tödlichen Boss komme, dann ist das auch kein Wunder. Und ja, ihr hättet damit wahrscheinlich so ein bisschen recht. Oh, ich habe so viele silberne Westen, die soll ich mal verkaufen. Ja, da habt ihr dann prinzipiell recht. Denn wenn ich immer nur zu Bayern Boss sage, ich nehme sie jetzt mal mit und hoffe, dass sie dann gut ist und dann ist sie nicht gut und ich mich dann aufrege, dann ist das natürlich alles meine Schuld. Aber was habe ich auch erwartet, ne? War die ganze Zeit nicht dabei, hat kaum Training mitgekriegt und bei einem Boss sage ich dann, ich zück jetzt meine Geheimwaffe. Hier ist rot. Ich gehe übrigens nicht in diese Türme, wo rot etc. wäre, weil da ist dann nichts drin. Das ist eine Ruine, das wäre der Raum von Sieg gewesen. Sieg ist aber nicht da. Sieg ist, ja, am Rumfliegen. Und versucht die Welt zu zerstören, während ich hier meine Sightseeing betreiben zu müssen. Mehr oder minder. Aber abgesehen davon wäre halt nicht da. Punkt aus Ende. Hier auch. Alles ist genau wie damals. Er ist... Kinder. Ich werde die Zukunft, die ihr euch wünscht, verwirklichen. Die Zukunft, die ich euch versprochen habe. Kinder, bitte seht uns zu. Ja, bei dem blutigen Abschlachten von euch. Na klar. Ist das die Seele eines Dragoons, die noch in dieser Welt gefangen ist?
Nach 3 Dragoons ist das eine sehr seltsame Frage, aber okay. Ja, das ist Belzec. Er ist der Dragoon, der vom goldenen Dragoon Spirit anerkannt wurde. Aber was hält ihn in dieser Welt? Bist du das, Rose? Und Sieg! Nein, anscheinend nicht. Wer bist du? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben leider jetzt nicht genug Zeit, dir alles zu erzählen. Ja, natürlich. Die Eroberung Cardessas steht kurz bevor. Dieser letzte Zug muss erfüllt werden. Für die Kinder, die von den Wingies getötet wurden. Du weißt es noch nicht. Was weiß ich nicht? Du bist... Nicht nur du. Alle außer mir sind tot. Alle sind tot. Und ich auch. Shelly ist auch tot. Das kann nicht sein. Ich fing den Angriff des Super Virage mit meinem eigenen Körper ab, um Shelly zu schützen. Jetzt erinnerst du dich. Nein, ich glaube nicht, dass Shelly tot ist. Ich glaube es nicht. Deswegen zücke ich meinen riesen Hackebeil. Toll. Ach Gott, das wird voll in die Hose gehen mit ihr. Oh, wow. Wow. Das Erste, was er macht, ist mich mal trittieren. Super. Nein, danke, ich verzichte. Also eine Art großer Erdsturm, der mich verschlingt. Okay. Ja, da merkt man, trotz schlechter magischer Verteidigung ist Kongo hier ziemlich gut weggekommen. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass Belzec magisch nicht unbedingt talentiert ist. Ah, verdammt nochmal. Dabei ist es gar nicht schwer. Aber natürlich wohlgemerkt, es war auch nur der erste magische Angriff, meine ich. Ihr seht aber, ich mache wenig Schaden, was das angeht wieder. Das ist schon faszinierend manchmal. Wie wenig Schaden man bei dem einen macht, bei dem anderen macht man mehr Schaden. Aber wir haben es bald. Das ist der letzte Dragoon, den wir machen müssen. Nochmal ein großer Sturm. Okay. Ich schon mal Tee machen. Das dauert. Ich weiß nicht, aber es dauert mir zu lange. Na, 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 na. Das hätte ja gereicht. Stattdessen werde ich noch verschlungen von Wind und Wetter. Und dann stehen wir da. Jetzt muss ich warten, wer zuerst angreifen darf. Und dann endlich sind wir an der Reihe. Dann schießt sie einen Pfeil und das macht 66 Schaden. Wow. Ja, Mann, ich gehe mich in der Ecke verkriechen. Aber ich schwör's den Drachen. Nee, oder? Nee. Du holst ja einen Meteoriten. Okay. Na, das ist aber ein Zufall, dass jetzt gerade in dem Moment ein Meteorit auf die Erde prasseln wollte und du ihn zerstören kannst, damit die Teile auf mich draufknallen. Also. Ein schöner Zufall, ein guter Zufall. Das ist der dritte Zauber. Da er auf Stufe 2 nichts lernt, kann man so gesehen sagen, der dritte Zauber. Das heißt, das Einzige, was übrig ist, was er noch nicht gezeigt hat, war die Beschwörung von seinem Drachen. Darauf könnte ich zwar prinzipiell verzichten, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir das trotzdem sehen werden. Ja, aber ihr merkt, er ist definitiv eher der physische Angreifer. Wenn er Kongol, der ja magisch, ich
ich sag mal, nichts wegstecken kann, kaum Schaden zufügt mit seiner Magie. Also ich sag mal, fast 400 Schaden ist kaum was. Dann ist das schon echt wenig. Tja, dann dürfen wir uns jetzt seinen Drachen angucken gehen. Wie nett von ihm. Oder ein Stein. Also es ist ein Hoverpanzer. Ein Hoversandpanzer. Wow, also magisch. Ach, da steckt da überhaupt nichts hinter. Da steckt überhaupt nichts hinter, magisch. Jetzt ist natürlich die Frage, ich könnte ja mal... machen wir so. Ah. Die psychedelische Bombe X werfen. Da sie ja magische Natur ist, könnte das eine Menge Schaden anrichten. Ich weiß es ja nicht. Und? Oh mein Gott! Holy crap! Ich würde ja gerne sagen, wow, Miranda, du Biest, aber... Naja, das hat jetzt weniger mit Miranda zu tun, aber da merkt man, er leidet an denselben Syndrom, das Kongol hat. Physische Angriffe, kein Thema, Magie, da haben wir dann schon echte Probleme. Wow, 3000, halleluja, also fast 3000, zugegeben. Holy crap. Schade halt nur, dass ich die... Boah, mein Gott, der hat so viel HP. Meine Güte. Okay. Das heißt, Planänderung. Ich muss meine SP auffüllen. Damit ich in den Dragoon-Modus wechseln kann. Um ihm dann möglichst viel Schaden zufügen zu können. Holy crap. Wow. Das ist natürlich echt ärgerlich, dieses Warten auf seine Moves, weil die recht langsam sind. Ich wollte nur nicht 4 Parts damit verbringen. Es tut mir leid. Jetzt sitzen wir hier und der Part wird wahrscheinlich eine halbe Stunde nur gehen. Bleh. Einfach nur... weil wir darauf warten, dass er fertig wird. Ich drehe hier übrigens Karten. Ich habe sie gerade durch die Gegend fliegen lassen, aus Versehen. Whoops. So, Miranda ist ja eh voll. Miranda kann also einmal kurz heilen. Nur einen Angriff von Kongol noch, einen Angriff von Dart und dann ist die SP-Anzeige wenigstens komplett wieder voll. Voll Autschi oder so. Ah, ist immer da im blauen Bereich, ist unglaublich. Ich hätte zumindest gehofft, nach den vollen, der fast vollen 3000 Schadenspunkten wären wir mal ein bisschen weiter. Das Einzige, was er nicht ist, wie Kongol ist schneller. Kongol ist langsamer. Wie man vielleicht gemerkt haben könnte. Okay. Funken Dynamo. Haben wir das auch geklärt. Jetzt muss ich noch, warum was, die Mondserenade ausspucken. Ich habe sie mir einfach mal aufbewahrt, nicht verkauft. Einfach nur für den Fall, dass ich MP brauche. Tatsächlich. Und
Da das hier über MP wahrscheinlich ein bisschen besser laufen wird, warten wir jetzt auf den nächsten Zug von Dart und dann prügeln wir ihn wieder mit meinem Drachen ins Jenseits. Hoffe ich doch mal. Soweit der Plan. Soweit der Plan. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, aber soweit ist der Plan. Immer noch blau. Okay. Wir schaffen das schon. Irgendwann. Irgendwann in diesem Video wird er weg sein. Hurra, hurra. Danach werde ich übrigens erstmal wieder in die Richterstadt Cinebatos einlaufen. Vielleicht mit einem zweiten Legendenhelm, den ich mir jetzt dadurch verdient habe, aber wir werden dann wahrscheinlich Richtung Cinebatos fliegen. Die Belohnung hier, ich meine, das sind die Steine. Weniger Schaden durch bestimmte Elemente ist ja auch ganz toll. Einmal das oder dreimal das plus das. Jetzt habe ich das hier besser. Hoffe ich doch mal. Hoffe ich einfach mal. Aber so kann er wenigstens drei Runden lang, beziehungsweise vier Runden lang magische Angriffe machen, statt einer. Naja, theoretisch drei. Na, einmal den Drachen, zweimal die den Flammenschuss. Würde gehen. Ich glaube, so ist das ein bisschen effektiver. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen, aber das ist die Hoffnung dahinter. Ja, 2550 Schadenspunkte. Holy crap. Und ein Drache. Und ein Drache, der darf nicht fehlen. Nein, nein. Aber seien wir mal ehrlich, es sieht aus wie entweder ein Luftkissenboot oder ein Panzer. Und wenn überhaupt. Naja, in der Dragoon-Form macht es jetzt auch nicht deutlich viel mehr Schaden. Wen wundert's wohl, zugegeben. Mondschein. Naja, Sternkinder. Hier, nimm ein paar Sternkinder. Sind umsonst. Ich brauche sie nicht. Ist auch ein bisschen seltsam, wenn ich das so sage. Oh well. Naja, besser als 66, ne? Das wohl schon. Also ist sofort wieder dran, meine Güte. Das ist verflucht schnell. Deswegen wundert es mich ja so. Noch mehr Sternenkinder. Huhu. Okay, jetzt irgendwas anderes. Jetzt wird nochmal einem letzten Angriff. Das würde wahrscheinlich deutlich mehr helfen. Oh. Ah? Nein. Das Problem bei solchen Kämpfen, kann man ja mal ganz ehrlich sagen, ist die Tatsache, ich habe meinen Controller rechts neben mir liegen. Und warte darauf, dass ich mal wieder irgendwann zum Zug komme. Und in der Zeit kann ich nichts machen. Das ist natürlich jetzt mal so ein
es ist wirklich ein Extremfall davon, ne? Dass ich mal wirklich gar nichts machen kann. Na, normalerweise kannst du natürlich eine Menge machen dabei, aber... Hier geht's gerade. Kann ich warten. Warten. Einen magischen Angriff auswählen. Dann wieder angreifen. Jetzt kommt nur er dran. Großer Strom. Hier. Also es ist... Naja. Irgendwann darf ich bestimmt wieder. Irgendwann. Ganz bestimmt. Das ist eine Hoffnung, die ich habe. Bitte, bitte. Danke. Ich meine, das Schlimme ist, er ist immer noch im gelben Bereich. Das heißt, ich muss noch viel, 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 viel mehr machen. Und da passierte die ganze Zeit ja gerade nichts. Und es ist... Ach. Guter Anfang, aber da muss er wirklich schon öfter mal drankommen, aber es tut sich und warum nicht? Oh, Fälle kann er auf Miranda, könnte sie umbringen. Theoretisch. Yep. Ah, Jemine. Das habe ich kommen sehen. Ich kann auch großer Sturm oder den Kometenschlag machen. Das dauert mir aber zu lange, bin ich ganz ehrlich. Den will ich gar nicht dann machen. Das ist... Ach. Oh mein Gott. Großer Sturm. Hier hast du mehr. Ja. Yay. Man merkt's vielleicht, aber ich mag den Kampf nicht. Er ist... Ja, langweilig. Er ist nicht langweilig, weil Berserk ein schlechter Charakter ist oder so. Es ist nur... Physische Angriffe bringen nichts, also verbringt man die Zeit damit, magische Angriffe zu machen. Da haben wir das wieder das Problem, dass ich meinen Controller da rechts neben mir liegen habe. Was bringt mir das dann? Das Gameplay. Ah, ja, dieses Gameplay, wo ich den Controller neben mir liegen habe. Ah, das ist halt tatsächlich... So aufregend. Sind wir fertig? Yes! Puh! Wir erhalten einen Goldstein, nochmal ein bisschen Gold. Ein paar Erfahrungspunkte. Miranda kriegt leider keine, weil sie... ja, voll eins auf Ordnung gekriegt hat. Holy shit. Jetzt erinnere ich mich, die ganze Wahrheit. Aber der Tod ist nicht so traurig, wie ich dachte. Danke, Rose. Es ist nicht mehr traurig. Ja, die Shelly, die er geliebt hat, ist auch dort. Lass uns weitergehen. Das war das. Ich weiß jetzt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich gestehen, ob es noch irgendwas gab, wenn ich jetzt zu dem Punkt zurückkehre, an dem ich
Shelly getroffen habe. Das probieren wir jetzt aus, weil wir jetzt eh einmal drum rumgelaufen sind. Wenn er nichts ist, dann ist gut. Dann haben wir das so gesehen bestanden. Wir haben alle Dragoons erlöst. Damit hat sich das dann. Meine Güte. Das ist... Es dauert halt nur eine Weile. Das ist das eine Problem mit dieser ganzen Quest. Naja. Scheinbar ist hier nichts mehr. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich irgendwas anderes daraus kriege. Das heißt, ich verabschiede mich von euch hier an dieser Stelle. Das waren die 4 Dragoons. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte, aber naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.